Protection Evasion. Protection Strange Shock Resistance. Protection Energy Willpower. Also, nee, nicht so wirklich. Und Schuhe. Haben alle gute Schuhe. Also ja, ich sollte irgendwann mal wieder ausmisten gehen. Torups Zepter nicht, nein. Das ist ein erster. Den da bräuchte er theoretisch nicht mehr. Und das kommt eigentlich zu ihr. Oh, das ist Air Magic. Okay, das schützt vor Projektieren und du bist ein Stunning. Das heißt, du kommst da rein. Gut. Hier könnte ich was. Weißt du was? Gib mal den Beutel an ihn weiter. Dann tun wir jetzt mal Edelsteine und Münzen da rein. Ich habe nämlich immer noch keine Ahnung, für was die Münzen gut sein sollen. Und Turmstab. Da ist Essen drin, da sind die Münzen drin und die ganzen Säcke mit den Nachrichten könnte ich mal auch rausschmeißen. So wie das ganze Zeug hier, was ich hier habe. Die Schleuder zum Beispiel brauche ich auch wahrscheinlich nicht mehr. Das Ding da, dafür bräuchte ich hohe Giftresistenz. Und das hat leider keiner von uns. Du hättest Poison 34. Naja. Ups. Es wird wieder dunkel, also machen wir es wieder hell. Und jetzt gehen wir mal im Außengebiet entlang. Hier war nämlich irgendwo noch so ein Vieh. Das nervt hat. Genau. Federfall hat sich deaktiviert. So. Das ist jetzt auch weg. Das heißt, wir müssen mit dem Schlüssel jetzt hier öffnen. Was ist eigentlich mit dem Rückweg? Doch, der ist auch wieder aufgegangen. Gut. Das hier habe ich auch schon betätigt gehabt, oder? Ja, das sind die Dinger, die sich geschlossen haben. Da war kein Knopf drin, da ist der Ausgang, da war das Secret. Da ging es zum Teleporter, also die Abkürzung. Oh. Also ja, erstmal braucht sie Essen. Oh. Slugfleisch kann vergiften. Auch gut zu wissen. Das ist ein Feuermagiestab. Oh nein, mit der brennenden Schale hier kann ich nichts machen. Und ja, wenn ich das richtig sehe, diese Treppe hier führt nach oben in den Bereich hier. Oh je. Wisp Shift. Air Magic 26.
Davon bin ich auch noch ein bisschen pulsing. Electrifying ist das schon, gell? Ja. Und eine Schriftrolle. Wie sortieren wir hier noch am besten? Wenn immer das auch erreicht. Ich bin jetzt hier seit Tagen alleine. Und habe kein Essen und kein frisches Wasser mehr. Deswegen hinterlasse ich hier meine größte Entdeckung, seitdem ich in der Amadatien-Schule der Zauberei bin. Der Wisp-Shift-Spell. Also, du stehst auf einem Wisp-Gate, so wie der in vor der Türe. Suchst dir eine Richtung aus, in die du reisen willst. Dann sprichst du den Zauber. Du kannst dich und jeden um dich herum zwei Felder vorwärts bewegen. Selbst wenn solide Objekte vor dir sind. Wenn es keinen gültigen Platz gibt, zu dem du shiften kannst, dann fizzelt der Zauber. Gib ihm einen Test hier. Oh, wegen der Anzahl der Geheimgebiete, die ich mit dem Zauber gefunden habe. Genauso wie die Nützlichkeit, Gegnern auszuweichen. Wie auch immer, es dauert nicht mehr lange, bevor ich fort bin. Also dachte ich mir, ich hinterlasse eine Art Erbe von diesem Ding. Alles Gute für meine Familie. Ich werde dich bald sehen. Ich werde euch bald sehen. Grazia Amadatien Aeromancer. Also ja, damit könnten wir, hätten wir Air Magic, das wir jetzt wahrscheinlich definitiv hauptsächlich steigern werden. Bis wir eben den Shift haben. 26, das sind 3 Level. Und er hat auch jetzt Hunger. Hat noch jemand Hunger? Sie ist kurz davor, Hunger zu haben. Okay. Ich schätze mal, wenn wir hier die Druckplatten alle belasten, dann geht das auch auf. Ja. Und ja. You may pull the levers in any order. Das ist sicherlich schon wieder eine Lüge. Ich dachte, da lag was auf dem Boden. Ach, nicht schon wieder eine Teleportschleuse. Teleportiert mich das wieder an den Eingang, okay. Egal, in welche ich mich stelle, ja. Eine Fackel, die ich mal rausnehmen kann. Und ich bin wieder draußen. Werden die immer wieder zurückgestellt? Nein. Okay, da ist gerade was aufgegangen.
Und das geht wieder zu, sobald ich wieder reingehe. Gut. Ach ja, ich sollte... Ups. Hier bin ich erstmal sicher. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Hier ist Wasser. Hier ist ein Secret. Spirit Ward ist Stuff Defense. Halt, du bist nicht Stuff Defense, du bist Stuff Defense. Ich höre Feuerelementar. Plus 2 Spellcraft bist du. Smite Undead, das ist, bist auch du. Und das ist irgendein undefinierbares Kraut. Okay. Stuff Reader Spell, gut. Und das ist ein Spellcraft Spell und zwar ein C-Atlot Spell. Auch gut. Du hast jetzt so viel Spellcraft. Aber kannst schon alle Spellcraft Zauber, die du damit können kannst. Ach ja. Stellen wir das mal da unten hin, dass ich weiß, dass ich das schon gesehen habe. Ja, noch so ein Shifting. Das ist Schriftrolle. Und noch ein Secret. Und Licht geht aus. Stuff Defense. Reach Weapon. Battle Mage Equipment. Hm? Squall of Stuff Healing. Auch nicht schlecht. Und der Rest ist so lala. Okay. Du bist auch wieder ein Stuff Reader mit Stufe 18. Also beim nächsten Level ab. Und dann kriegst du auch das Ding hier. Das ist nämlich eine Reach Weapon, die stärker ist als das Ding da. Das ist halt nur nützlich, wenn wir gegen Untote kämpfen. Während der Zauber, den ich jetzt hier habe, Smite Undead, also das ist wahrscheinlich Untote vertreiben, so wie das klingt. Ah, also. Wer auch immer das hier liest, das Labyrinth ist teuflischer, als ich gedacht habe. Ich habe es gerade so lebend hierher geschafft. Mein Team, das ich losgeschickt habe von Amadazia, mit dem ich losgeschickt wurde von Amadazia oder mit dem wir von Amadazia aus abgebrochen sind, wurde ausgelöscht. Ich habe die letzten beiden hierher gebracht, zu dieser Zuflucht oder diesem Versteck und habe ihre persönlichen Sachen in den Truhen verstaut, damit sie nicht im Weg sind. Ich weiß nicht, wie lange ich noch alleine hier überlegen kann. Legenden sagen, dass die Gruben ein Albtraum sind, aber dass unter ihnen noch größere Schrecken lauern. Wieder habe ich den Pfad des Lichts aufgegeben. Wenn ich so darüber nachdenke, alles, was ich fühlen kann, ist
der Schatten, den die Wächter hier zurückgelassen haben. In dieser Situation und meinem wachsenden Verlangen, die Lichtmagie zu beherrschen, habe ich meine restlichen Schriftrollen hier ebenfalls versteckt. Für meine Studenten. Sollte es wieder sicher sein, diese Magie zu benutzen,